Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Hier zusammen mit dem Noxy, mit dem Markus und mit dem Chris. Hallo. Hallo. Und wir werden in dieser Episode mal zum Thema Umzüge und Wohnen mal ein paar Worte verlieren, da ich finde, es in der Schule zum Beispiel, also in der allgemeinbildenden Schule, wird darüber nie was gesagt. Was braucht man, um irgendwie mal sein eigenes Leben vernünftig zu können und so weiter. Und das ist halt, ich habe auch irgendwann mal auf Facebook, war früher mal, habe ich so einen Beitrag gelesen, wo eine Schülerin geschrieben hat, sie weiß zwar, wie sie irgendwie das Sonnensystem in 12 verschiedenen Sprachen auswendig auch sagen kann, aber sie hat halt keine Ahnung, wie sie einen Antrag für irgendwie irgendein wichtiges Geld stellt, ja, oder so. Das ist halt so schlecht, dass man einfach nicht belehrt wird. Das ist eigentlich echt traurig. Ich glaube, bei den Amis sind sie sogar schon weiter, was das angeht. Nur in Deutschland kriegt man das hier nicht hin, dass man das Schulsystem in der 10. Klasse so abändert oder in der 9. Klasse. Damit die Leute mal wissen, wie die ihr Leben zu führen haben. So. Also das ist irgendwie echt traurig. Das finde ich auch im Unterricht viel wichtiger. Also das könnte man ja zum Beispiel in Sozialkunde machen. Anstatt immer nur zu kochen oder so, mal wirklich was Sinnvolles machen eigentlich. Und mal lernen, wie man richtig Anträge ausfüllt und all sowas. Was wirklich wichtig ist fürs Leben einfach. Oder was man für Versicherungen irgendwann mal später braucht, um sorgenfrei leben zu können oder sowas. Ja. Wollen wir schlafen gehen? Oder warum liftet Noxy? Ich hab aus Versehen falschen Dingen jetzt gedrückt. Oh geil, Alter. Falsche Dinge ist immer gut. Ich hab mir gerade überlegt, ich baue ja noch so eine kleine Burg um diesen Turm drum. Nice. Aber bezahlt nicht. Ja. Ich baue jetzt in Richtung Markus, deswegen, Markus, wenn du nach unten graben willst, dann haben wir einen Geheimgang. Genau, wie Tim und ich. Was? Können wir uns nachts auch immer heimlich treffen. Mein Romeo! Oh! Kennst du die Szene dazu noch aus Avatar, Herr der Elemente? Welchen? Omashu. Wo in der Liebeshöhle. Ja, genau. Mit den Ameisenbären. Ja, genau. Ja, natürlich. Mit den Dachsmaulwürfen. Genau. Die nach Ameisenbären aber designt wurden, glaube ich. Weil die sahen schon recht ähnlich aus. Die Ameisenbären. Ja, das fiel mir jetzt gerade wieder so ein. Ja. Oh ja, ich glaube mit den zwei Linden. War nicht die Frau am Ende die krass geerdbändigt hat? Ja, genau. Die war richtig am Eskalieren. Hat dann den Streit der Dürfer. Durch ihre krasse Erdbändigungskunst hat die das beigelegt. Ja, genau. Dann haben wir eine Stadt Omashu gegründet. Huge Empfehlung, würde ich sagen. Huge Empfehlung. Ja, so, aber was auch noch huge ist? Ja, das Thema unserer heutigen Folge. Wohnungen! Die können auch ziemlich huge sein. Wie huge ist denn eure? Dürft ihr das sagen? Wollt ihr das sagen? Wie huge ist denn eure? Keine Ahnung. Wie huge eure ist denn Freunde? Eure? 2,15 Meter, danke. Danke, LG. Ich finde, wir könnten so einen Song machen, der heißt so Danke, LG. Das könnte man irgendwie so von Fantastic Four, könnte das irgendwie so ein Song sein. Was? Okay. Danke, LG. Fantastic Four ist einfach so ein großer Bullshit, Alter. Das ist ein großer Bullshit. Also, ja, wieso? Ja, gerade, also wenn man sich halt mit Thema Filmen beschäftigt, Alter. Ach, nee. Nein, die Filme, ja, ich rede von der Band. Ich rede von der Band, die Fantastischen Vier. Das könnte so ein Song von denen sein, irgendwie. Das Lava. Danke, LG. Ja, das wäre eigentlich echt eine Idee, ja. Die sind da sehr kreativ. Die haben ja schon MFG gemacht und was ist denn hier aus? EPD. EPT. Ja, MFG war doch von Fanta 4. Ja, das sind doch die Fantastischen Vier. Oh Gott, Alter, ich war gerade voll weg. Du bist so brain up, Karl. Ich war gerade so brain up, Karl. Oh mein Gott. Ich merke so, das ist wer, ja von den Fanta 4. Während ich es ausspreche, denke ich so, was laberst du da? Oh Gott. Ja. Oh wow, ey. Aber sind doch die Fantastischen Vier, oder? Ich habe überlegt, ich baue hier was so eine Schwarzmagier-Kloster irgendwie. Okay. Trinken Fanta geil, Alter. Look at my horse is amazing. Look at my horse. Look at my horse? Look at my horse, my horse are amazing. Die sind amazing, Alter. Die sind richtig amazing. Kann ich mir krasse Horse. Dir mal was vorstellen, Bruder. Ich habe ein Höhlensystem übrigens in meiner Höhle gefunden und jetzt Thema Höhle, kommen wir mal zum Wohnen. Du wohnst in der Höhle. Okay. Das ist ein guter Übergang. Ich fühl mich auf jeden Fall so, als würde ich in der Höhle wohnen. Ist eh nicht luxuriös. Also was ich sagen kann, ich empfehle jedem von euch, der überlegt auszuziehen aus dem Elternhaus,
informiert euch ausreichend vorher, bevor ihr diesen Entschluss wirklich fassen wollt. Weil es ist einfach so, klar, so geil wie das halt klingt, ja, man ist unabhängig von irgendwelchen Eltern oder von irgendwelchen anderen Sachen. Ihr müsst auf euer komplettes Leben auf einmal klarkommen. Ihr müsst genug verdienen, damit ihr das alles bezahlen könnt. Ohne das geht's halt überhaupt nicht. Da braucht ihr gar keinen Gedanken sonst vorher verschwenden. Ihr müsst halt wissen, worauf es halt ankommt. Ihr müsst eure genauen Vorstellungen und Ziele definieren. Wenn ihr einfach so Larifari sagt, ja, oh, ich habe jetzt mal Bock auszuziehen, mal gucken, wie es so das kommt, dann wird das funktioniert. Ja, wird das nicht funktionieren, weil, Idee, also ihr müsst da auf jeden Fall euch einen Kopf machen und Gedanken machen, wie ihr das wollt und vor allem euch Hilfe suchen. Also alleine werdet ihr das niemals schaffen. Alleine schon spätestens dann, wenn der Umzug halt dann stattfindet. Steht, ja. Also ihr werdet dann auch nicht das Geld haben für eine Umzugsfirma, also von daher würde ich mir das schon zweimal überlegen. Ja, also ihr müsst euch das, überlegt euch das echt richtig gut, bevor ihr so einen Entschluss fasst und überstürzt da nichts und plant das vor allem richtig gut. Ja. Sonst wird das halt wirklich nichts. Das ist richtig! Das wäre jetzt meine Botschaft, sag ich jetzt mal. Hast du denn eine schöne Anekdote zu deinem letzten Umzug? Ja, mein letzter Umzug war vor einer Woche. Das meine ich. Lustige Anekdote, lass mich kurz überlegen. Wir haben eine Stunde gebraucht für einpacken, fahren, auspacken, zurückfahren, Bierchen trinken. Okay. Wir haben genau eine Stunde dafür gebraucht. Geil ist das, ich glaube, Tim, ja, von Tim, von einem Zimmer in eine Wohnung zu ziehen, ist halt auch. Es passt nur nicht so viel ins Zimmer, deswegen. Na gut. Dauert das auch nicht so lange. Das Zimmer ist halt riesig und. Die Hälfte meines Zimmers steht halt komplett leer. In der einen Ecke stehen Kisten, in der anderen Ecke mein Bett. Und die Mitte des Raumes ist halt komplett leer. Also da könnte man noch irgendwie einen Schrank aufbauen mittendrin und da würde immer noch wahrscheinlich genug Platz sein. Also das ist halt ein bisschen, naja. Der Raum ist recht groß, ja. Auf jeden Fall. Weißt du, was auch groß ist? Bin ich auch nicht böse. Ja. Weißt du, was noch groß ist? Mein Raum. Mein privater Raum, Alter. Das ist ein privater Raum. Es geht darum, dass es ein privater Raum ist. Ach, schön, Alter. Das. Ich hatte gehofft, dass ihr ihn versteht. Ihr habt mich nicht enttäuscht. So geil. Ja. Wenn ihr es versteht, Leute, schreibt mir in die Kommentare. Hashtag privater Raum. Hashtag privater Raum, genau. Hashtag Mimi. Hashtag Mimi. So, Markus. Was ist mit dir? Ja, ich bin. Du bist schon einmal öfters umgezogen, glaube ich. Ich bin jetzt insgesamt schon 13 Mal in meinem Leben umgezogen. Alter, wie alt bist du? Jünger als wir. Das ist das Mysterium, das weiß man ja auf YouTube nicht. Das bleibt doch so. Echt jetzt? Ja, das weiß man nicht auf YouTube, wirklich nicht. Ich hätte es fast gebrochen. Nein, man auch nicht. Weil irgendwann habe ich das mal eben voll lustig aufzulösen. Aber nicht einfach so random nebenbei. Ich finde es ganz lustig. Weil die Leute immer mich ganz unterschiedlich. Markus ist 13. Mann, Alter, Spaß. Weil die Leute mich immer komplett unterschiedlich einschätzen. Guck deine ersten Videos. Da trifft es dann vielleicht eher zu. Markus, oh, ist jetzt hat es doch gedroppt. Ich habe gesagt, eher. Jetzt rechnen das alle aus. Es geht eher. Okay. Tim, es kann sein, dass wir hier schon aus Versehen einen Gang geschafft haben zu uns. Ja, echt jetzt? Ich glaube. Boah, das ist ja mega. Also hier stehen schon Fackeln, deswegen. Warte mal, ich gehe jetzt mal in meine Gänge runter und vielleicht treffen wir uns ja gleich. Das wäre natürlich mega cool, aber es glaube ich weniger, so weil ich habe wenig in deine Richtung gebaut. Also ich weiß jetzt nicht, wie weit du gebaut hast. Ich habe ein Höhlensystem gefunden. Das hat ja nichts mit Frauen zu tun. Du hast meins gefunden. Ja, hast recht. Das kann auch sein. Weil ich habe dich da gerade gesehen bei meinem Grundstück unterirdisch. Oh shit, bei meinem Grundstück. Runter von meinem Rasen! Runter von meinem Rasen, du Bengel! Scheiß Kinder! 13-Jährige! Alter. Ich wollte es nicht so streng sagen. Scheiß Tinder? Tinder, ja. Scheiß Tinder, Alter. Tinder benutze ich jetzt auch seit kurzem. Oh Gott. Mist, Chris. Wir sind für dich da, ja. Wenn du irgendwas brauchst, wir sind für dich da, Chris. Alles gut. Boah, ich brauche ein bisschen Essen. Ich dachte, wir wollten uns von ihm abwenden. Jetzt hab ich's gedroppt. Jetzt hat er's gedroppt. Oh nee, Hilfe! Aber wir tun so die erste Woche, als ob wir noch seine besten Freunde wären, aber dann sagen wir so, nee. Dann, nee, Alter. Nee, gar keinen Bock drauf. Weißt du, so, wir wollen Chris, nicht mit solchen Chris, sozialen weißt, Opfern weißt du, was eine heiße Kartoffel ist? Das bist du. Und du? So genauso lassen wir dich fallen.
Oh shit, jetzt hat er es gedroppt. Das ist richtig makaber. Das ist hart gewesen. Ich finde jetzt den Gang nicht mehr nach unten. Ja, und? Ich hab keine Ahnung, wo dein Gang nach unten ist. Das finde ich jetzt halt auch nicht so schlimm. Weil da unten war ein Erzvorkommen, das wollte ich eigentlich noch mitnehmen. Ist das doch okay? Du kennst mein Erz ist amazing. Give it a lick. Oh, tastes just like Erz. Ja. So ist es auch. In Wirklichkeit. Erz schmeckt nach Erz. Wusstest du das noch nicht? Hast du noch nie Erz gelegt? Nein. Das dachte ich mir. Was? Gronoxy, weißt du noch hier da vom Großbauernhof? Nein. Alter, so gut, ey. Nein. Nein, oh ja. Du kannst das noch besser als ich. Ja, Noxy hat einfach so eine tiefe Stimme, er kann halt sowas. Ich war der Synchronsprecher. Nein. Nein. So richtig gut, verrückt. Alter. Okay. Wollen wir vielleicht zurück zum Thema kommen? Ja, auswandern. Wir werden auswandern, danke. Ja, ich. Endlich mal, ja? Ja. Echt? Ich möchte entweder nach Amerika, nachdem Trump abgesetzt ist, auswandern. Also nächstes Jahr? Ja. Oder nach Japan. Nee, Alter. Wobei Japan einfach die coolere Alternative für mich wäre. Aber ich nicht wüsste, ob ich da eine gute Arbeit bekomme oder ob das System da mir generell gefällt, weil in Japan ist einfach noch viel größer, viel mehr Druck als in Deutschland. Minimal. Nicht nur was das Schulsystem angeht, sondern halt einfach komplett. Ja, und es ist viel weniger Platz. Nee, das ist echt also, so. Mach mal nicht Japan. Du bist ja jetzt schon mit deiner aber Wohnung zufrieden. Japan ist geil. Dort kriegst du eine Einraumwohnung für 12 Quadratmeter wahrscheinlich irgendwie und da zahlst du scheiß Container, ey. 500 Euro oder eine so. Kapsel, eine Schlafkapsel. Ja, ist echt so ein Nightnap oder Napnight oder so. Ich baue mir einfach ein Haus auf Mount Fuji, Bitch! Okay. Das ist der größte Berg in Japan, da kann ich gehen. Alter, hat er sich informiert, ey. Hat er sich informiert? Hab ich genug Animes geguckt, um das zu wissen? Animus, Alter. Animus. Animo-Figuren schlägt Kram. Oh, lecker. Wer das Video Animus nicht kennt, ne? Kram. Dass man so viel Neues lernt, so viele neue Leute kennenlernt. Ja, den Grundgedanken verstehe ich. Ja, den Grundgedanken verstehe ich auch. Das ist halt cool. Und wenn man da Bock drauf hat, dann setzt man sich halt auch damit auseinander. So ist es ja nicht. Zumindest, wenn man da wirklich 100% dahinter steht. Ich meine, ich sage das immer nur so, ja, ich würde gerne mal nach Skandinavien auswandern, bla bla, aber ich würde es wahrscheinlich niemals machen, weil ich weiß, dass ich erstens mal hier zu viel habe, was mich hier hält und zweitens mal gar keinen Grund habe, jetzt irgendwie auszuwandern oder so. Also ich hab mal in der Ausbildung früher eine kennengelernt, die, das war so ein Gothic-Mädel, die war... Also, hat die auch Gothic gespielt, oder? Nein, die hat aber halt Haufen japanische Musik gehört und hat sich halt richtig viel Kulturgut von denen reingezogen den ganzen Tag. Also hat wirklich Animus, auch so Animes gelesen und geguckt und Musik und sowas davon gehört Animus und so weiter. Und die hat gesagt, yo, irgendwann, also wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, Alter, ich bin hier weg, ich zieh nach Japan. Und die hat's halt wirklich gemacht. Ich habe mal neulich, habe ich die mal hier wieder in Dresden getroffen und habe mich mal ein bisschen mit der unterhalten und die wohnt tatsächlich seit 2 Jahren wohnt die in Hongkong und lebt dort ihr Leben. Das warum, ist einfach warum richtig. Hast du gerade gesagt? Das hast du nicht gesagt, oder? Das hast du gerade nicht gesagt, ich hab oder? Ich habe neues Material. Oh shit. Ja, dann wohne ich schon in Hongkong. Ist doch gar kein Geheimnis, dass ich in Dresden wohne. Nein. Hä? Ja, Tim, Chris, lass ihn noch ein bisschen bitte. Erzähl weiter, Chris. Tim, erzähl weiter. Jedenfalls hat sie halt ihre Familie besucht. Und wo wohnt die? Ja, das sage ich dir natürlich nicht. Nein, das Land nochmal. Stadt, Land, Fluss. Berg, Tal. Sie wohnt in Hongkong. Okay, und das ist wo? Japan. Okay. Achso, ja. Nicht. Ja. Ach, schön. Ich habe jetzt kapiert. Ich meine nicht Hongkong, sondern. Ach, was ist denn die scheiß Hauptstadt von Tokio? Ja, Tokio, genau. Schön, mein Gott, ich wechsle das immer. Es hat Spaß gemacht. Danke für diesen Lacher. Jedenfalls war sie mal hier, da hat die Familie und Freunde so wieder besucht und habe ich sie mal unterhalten und sie lebt halt wirklich seit 2 Jahren jetzt in Japan halt und das ist. Krass. Und sie hat es halt echt durchgezogen und das ist halt echt krass. Das ist echt krass. Also wenn man das denn wirklich so beinhart einfach so, ja, ich zieh da hin und dann auch einfach macht, das ist halt Respekt.
Ja, aber das ging halt auch wahrscheinlich auch nur so gut, weil sie hat sich halt jahrelang vorher schon mit der Kultur beschäftigt, die Sprache wahrscheinlich auch schon so ein bisschen gelernt und dann... Ich meine, zur Not kommst du halt mit Englisch auch immer noch meistens gut durch. In den meisten Ländern. Die ganzen asiatischen Länder sind da immer so... Ja, ich weiß, die sind ein bisschen anti-Englisch. Die verkaufen auch ihre Schwester und wundern sich, warum alle lachen, also... Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, da gibt es ganze Videos, wo die Englisch lernen und er labert einfach irgendwas und denkt, dass er was Englisches gesagt hat und sich voll freut und hinterher hat er einfach seine Schwestern irgendwie verkauft. er schnallt es einfach nicht. Ich denke mir so, gut. Richtiger Tim, Alter. Was guckst du dir an, Alter? Hä, gibt so übel viele Korea sonst was Videos dazu. Okay. Ja, dass die halt kein Englisch können, das ist halt, denke ich, weitestgehend allen bekannt. Ja, weißt du, das ist ja auch okay. Ich meine, man soll ja auch nicht Leute verurteilen. Manche können halt keine Geografie, manche können halt Englisch nicht. Geometrie. Ist ja auch okay. Wir lachen jetzt Tim nur ganz kurz aus und danach nehmen wir ihn wieder auf. So. Danach nehmen wir ihn wieder ernst. Ja, ja, genau. Ja, Marco. Nicht mehr so timmisch. Okay. Ist jetzt gerade ein neues Wort geprägt. Einfach ein neues Wort schon. Timmisch. Timmisch, wir kennen es nicht. Guck mal, ist da auch so unterirdisch bei mir. Wollte gerade sagen, hat hier irgendeiner mit Cobblestone zugebaut? Ja, ich. Du bist alles da. Ich bin in der Aufnahmesession jetzt so weit gekommen, was meinen Berg angeht. Ich habe ihn jetzt komplett durchlöchert, also wirklich komplett verbunden, so wie ich es mir schon vorgestellt habe. Richtig cool. Leute, ich habe aus Versehen hier einen Wasserschaden verursacht. Also ja, mach das mal. Wenn du bist, dann klingel einfach ein paar Mal, ne? Nein, Mann. Aber ich habe mich jetzt mal hier durchgebaut und habe jetzt wo bin ich denn jetzt hier eigentlich? Ich bin jetzt hier in irgendeinem Höhlensystem rausgekommen, wo irgendeiner von euch schon war. Ja, warte, ich das kann mal sein, dass das Markus und meiner ist. Warte. Alter, dann haben wir jetzt hier ein Konstrukt tatsächlich geschaffen, damit wir uns alle verbinden irgendwie. Warte, Tim, ich bin bei, ja, gleich alle bei verbunden dir. Warte, wenn du draußen bist, warte. Ich komme auch mal Richtung euch. Du hier ich sehe dort hinten einen Namen. Ich sehe dort hinten einen Namen im Felsen. Ich komme mal zu dem Namen hin. Ja. Hier ist Chris. Achso, Chris, lol. Hey! Boy! Voll cool. Wo bist du denn jetzt? Nice. Oder wo seid ihr? Ich bin gerade bei Chris. Ja, ich baue gerade hier eine Treppe hin, damit man hier, das gleich findet. Komm mal mit, Chris, Alter. Guck mal, was ich gefunden habe. Warte, wo ihr da? Ja, da war ich auch schon. Nein, komm mal mit. Ja, da war ich ja wohl schon. Ja, komm mal mit. Ich will, ich komm mit. Ich will dir zeigen, wo ich rausgekommen bin. Warum? Nein, einfach was. Du hast das zugebaut? Ich bin hier rausgekommen, Junge. Ach so, ich habe dazu gebaut, weil hier Wasser die ganze Zeit lang geflossen ist. Ja, aber ich bin hier unten, ich bin von dort oben gekommen, aus dem Schacht. Ach so. Warte, und diese Halle können wir halt super als Treffpunkt verwenden für irgendwelche geheimen Gespräche oder sowas. Also wir können hier so eine Art, das nicht mitbekommt, oder? Nee, wir können hier so eine Art Ritter der Tafelrundenschrein oder so aufbauen. Keine Ahnung. Ritter der Tafelrundenschrein. Was haltet ihr denn ins Kinder? Könnt ihr mal kurz Cordy sagen? Soll ich dich RTP hören? Markus kommt beim Spawn raus. Oh Mann, RTP mich mal. Das wär fies. Nee, hab ich gar keine Lust drauf. Mach das selber. Ja, genau. Kann ich das überhaupt? Nö, kannst du nicht. Mann. Wir sind unten bei der Halle. Du weißt doch, wo die Halle ist. Wo du diesen großen Stift hochgebaut hast. Diesen Cobblestone-Stift. Okay. Den wir weggebaut haben. Den Kackstift. Den wir schön gemacht haben. Im Leben. Leben. Minecraft-Leben. Nice. Nice, aber Money Vines sind Vibes. So nice, dass keiner begreift. So nice? Ja, passt. Nee. Ah, wir sind noch nicht so nice wie Dead-Adam. Ich merke das schon. Da müssen wir noch dran arbeiten, Freunde. Da müssen wir noch dran arbeiten. Will ich gar nicht werden, Alter. Kannst ja auch gar nicht. Das Level der Niceigkeit kannst du ja nicht erreichen. Ja, das ist weit unter mir. Also so weit unter dir, dass es schon wieder über dir ist. Das stimmt. Das stimmt. Das ist wie also es umkreist einmal quasi die Atmosphäre und unser bekanntes Universum und stellt dann wieder unser bekanntes Universum, Alter. Ja, wir kennen ja nicht alles vom Universum. Nein, man kennt einen Bruchteil. Man kann auch das Universum, wir können nicht mal das Sonnensystem verlassen. Ist euch das? Das ist voll traurig, oder? Irgendwie so. Ja. Ich finde es aber viel gruseliger, dass wir einfach gar nicht wissen, was auf unserer Erde abgeht. Ja, teilweise. Hashtag Ozean. Wir wissen ganz wenig von den Ozeanen. Das ist halt auch richtig krass. Es wurde gerade wieder von einer Woche wieder ein neues Tier entdeckt und sowas. Total krass einfach, weißt du? Das finde ich so. Ja, das kann aber auch die letzten 10 Jahre erst entstanden sein. Ja, also, aber total selbst wenn. Durch Meteoriten zum Beispiel. Ja, wer weiß. Ich habe mir meine Doku dazu angeguckt. Genau. Gibt ja nichts anderes. Oh, Kohle. Ging da um Ozean und wie wenig erforscht ist. Mhm. Was es da unten überhaupt so für Viecher gibt.
Und das ja, auch immer noch die Fischler. Ja, das ist wirklich sau eklig. Und dass echt ganz, ganz viele gibt, die die Theorie haben, dass da unten immer noch so alte Dino-ähnliche Viecher unterwegs sind. Weil, ja, klar. Weil die halt ja nichts von dem Meteorit und sowas, wenn die Theorie stimmt. Die haben das gar nicht mitbekommen, die haben das verschlafen. Haben. Oh, Meteorit! Ah, scheiße, jetzt bin ich zu spät, ne? Ja, wenn das die haben, so die haben da unten ihre Nachrichtensendungen und die denken sich so, ah, ist sind da. Sie Fake News. Ah, Herr Newstime war wieder schneller als Trashback, Alter, was da los, ey. Nee, aber da unten können halt wirklich die krassesten Viecher sein, weil der Druck da einfach so hoch ist. Sind die, also man könnte denken, dass die alle unten da total hart sind und alle in den salzigen Spucknapf kommen. Oh, aber das ist gar nicht so. Die sind alle total weich da unten. Ja. Das sind halt Weichtiere. Oh, hat er nicht getroffen! Okay, aber ich glaube, irgendein Japaner. Vielleicht sind es aber auch Weichteile. Jetzt ist das Interesse geweckt, auf jeden Fall. Nee, aber irgendwelche Japaner haben irgendwas aus dem Wasser gezogen, was halt so das ja nicht auch groß ist. Und ich dachte mir so, okay, was wollt ihr jetzt? Aber ja, vielleicht sind das auch Fake News. Ja, natürlich, ey, aber wenn man so drüber nachdenkt. Ich habe einen Beitrag zum Penisfisch gesehen, Alter. Ja, geil. Das kann ich mal angucken. Der Penisfisch, den ernten die im seichten Sand, ja, also wenn Ebbe ist, und dann ziehen die den aus dem Sand, und der sieht wirklich aus wie einfach nur wie so ein Penis einfach. Der Kopf, der zieht sich hinter so eine Vorhaut zurück, wenn da Luft drankommt, und dann sieht er wirklich aus wie so ein Penis, Alter. Und die breiten den folgendermaßen zu. Die waschen den und essen den lebendig. Ich dachte, Was sind das für kranke Leute, Alter? Und die schneiden sozusagen die Vorhaut ab, um sich das bildlich vorzustellen. Und essen das denn einfach so lebendig, das Ding. Okay. Ich möchte mal dazu erwähnen, dass ich seit kurzem einen japanischen Zuschauer habe, der durch meine Skyrim-Streams dazugekommen ist. Echt? Die gute Tadashi. Prinz Luke, oder? Tadashi. Tadashi. Der spricht Englisch, Japanisch und Deutsch. Wo wohnt er? In Hongkong. Nein, der wohnt tatsächlich in Tokio, der Hauptstadt von Japan. Scheiße. Da, wo die Affen wohnen. Ich selbst nochmal genutzt, Alter. Ach, schön, Tim, ich mag es. Ah, ja. Wenn Leute sich selbst dissen, ist einfach immer am schönsten. Ja, ich liebe diesen Moment, ich meine, ich finde es schlimm, ich meine, jeder hat das immer so einen Moment, wenn man es dann auch einfach nicht checkt, was wenn man abgeht, wenn man es rafft. Wenn man es dann nicht checkt, ist es so ein doofes Gefühl, ich so, hä, was ist denn jetzt daran? Ja, so wie du gerade mit den Fanta 4, Alter. Ja, genau, zum Beispiel, ja. Obwohl, da habe ich es auch, während ich es gesagt habe, eigentlich gecheckt, aber trotzdem, das ist so. Ich hatte so eine Situation mal in der Klasse, während meiner Ausbildung, und wir haben so rote und grüne Schilder bekommen, und die Lehrerin hat so Fragen gestellt, und eine Frage war so, mehr so hintenrum, so, das wusste jeder, dass es falsch ist, aber man hätte auch denken können, dass es richtig ist, so wenn man richtig aufpasst, und alle in der Klasse halten halt einfach die roten Schilder hoch, und ich sitze halt ganz vorne am Lehrerpult und halt natürlich mein grünes hoch, weil ich denke, ja, ist ja eh richtig, und alle hinter mir schon am Kichern und so, und die Lehrerin, ja, der denkt nochmal drüber nach. Und ich so, was soll ich da drüber nachdenken? Ist halt richtig so, brauche ich nicht weiter drüber nachdenken. Und drehe mich halt um, sehe, dass alle rot hochhalten. Und denke mir so, ach, fuck. Ach so, okay. So eine Situation hatte ich auch mal. Und ich war dann so, nee, Mann, ich gib's jetzt nicht zu, dass ich gerade so dumm war. Ich bleib hart. Ja, ich hab da voll durchgezogen, das war so nice. Und zwar, ich lieg richtig. Ging's dann darum? Wir sollten Elemente sagen, oder die auf dieser Chemietafel sind, ne? Achso, ja. Und das war was. Feuer, Wasser, war Erde, Luft. Das war so 5. 6. Klasse, so als immer so grob, einfach ob Leute sowas schon kennen und so, ne? Und ich hab dann einfach so mal, bin so die Pokémon-Liste durchgegangen, da gibt's ja so Zink, Eisen und sowas, was du kaufen kannst, ne? Ja, du kannst also Zink und Eisen kaufen, ne? Und dann gibt's dann noch Protein. So. Achtung, ich hab dann... Ich hab, weißt du, was ich dann gesagt habe? Ich habe gesagt, Portein. Ich hab einfach Portein gesagt. So. Und meine Lehrerin guckt mich so an. Portein? Das kenne ich nicht. Meinst du Protein? Nein, Portein. Ja, hab ich halt schon gecheckt. So, fuck, Alter, Markus, bist du dumm oder so? Portein. Also, wenn sie sich da so sicher sind, ich werde dann nochmal zu Hause nachschauen und so.
Ja, auf jeden Fall, das gibt's auf jeden Fall. das gibt's wirklich. Ich hab's voll durchgezogen, ich hab's richtig. Diagnose ist voll Idiot, Alter. Ja, ich wusste es halt auch schon, dass ich richtig verkackt hab, so, aber ich konnte es irgendwie nicht eingestehen, keine Ahnung. Aua. Ja, das hat echt weh. Ein bisschen weh. Ja, das war schön. Mal eine lustige Anekdote. Ja, wir sind wieder mal vom Thema völlig abgeschweift. Die Folge. Haben wir über das Thema Wohnen so ein bisschen geredet? Thema Wohnen. Ich habe nur erzählt. Wohnungsbürokratie. Ja, ich hab erzählt. Ja, ich bin 13 Mal umgezogen, aber ich habe jetzt gar keine Story erzählt oder sowas. Ja, 13 Mal umgezogen. Okay, danke, cool, dass du das mit uns geteilt hast. Okay, cool. Danke. Ja, ich glaube, das mit den Themen können wir heute sowieso lassen. Alter. Ich finde, wir schweifen sowieso die ganze Zeit. Ich würde sagen, wir lassen es für heute. Wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Schreibt irgendwas in die Kommentare, so wie wir reden auch nur über irgendwas. Wir reden ja auch nur über irgendetwas, ne? Schreibt, wie es so geht, wie euer Mittagessen war. Zum Beispiel, so. Erzählt doch mal. Oder euer Abendessen, das ist ja euer Abendessen. Was ist das denn das Leben? Irgend sowas. Bis zum nächsten Mal. Ja. Haut rein, ciao. Welchen Animu macht ihr am liebsten? Der Sinn des Lebens ist ganz einfach zu beantworten. 24? Nein. Ach, Mann, 23. An die 43. 69. So, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Ja, mal kurz. Das ist der Sinn meines Lebens. Chris. What it's like to stand